3800, diese Zahl hat unser Computer gestern gezogen. Und diese Zahl ist die Postleitzahl von Mathe bei Interlaken. Gerade nach der Sendung ist unser Reportageteam losgefahren und zwischen dem Thunersee und dem Brienzersee haben sie dann die Kamera angestellt und herausgefunden, Mathe hat es ganz schön in sich. Eine Zufallsreportage von René Munz. Wer eine Ortschaft noch gar nicht kennt, der nimmt sich am besten einen Reiseführer. Und wer würde sich da besser eignen als der Albert Richard, alteingesessene Burger von Mathe? Er führt uns zum ersten Mal nicht ohne Stolz in eine reichhaltige Vergangenheit zurück. Mathe hat es nämlich schon gegeben, lange bevor der Name Interlaken im Ortsverzeichnis auftaucht ist. Erst im letzten Jahrhundert hat sich der Teil von Interlaken vom Dorf Mathe getrennt. Hier im Schloss, im gewesenen Augustinerkloster von Interlacus Madon, da hat Mathe hat eigentlich da mit dem heutigen Interlaken zusammengehört. Das war eine Dorfgemeinschaft. Interlaken ist durch die Ursprungen fest im Tourismus mobilisiert worden. Die haben sich nachher auf den Tourismus eingestellt und nachher waren sie fortschrittlicher gewesen. Und das hat Krach gegeben mit den anderen Dorfteilen Mathe. Und aus diesem Grund haben sie sich nachher geteilt. Und es ist nicht gelogen, wenn man heute sagt, Interlaken sind ein abgesprungener Dorfteil von Mathe. Interlaken hat den grossen Wurf gemacht mit dem Tourismus, aber der Unspunnenstein wird immer noch zu Mathe selber gestossen. Mathener sind früher halt immer die Konservativeren und die Interlakener die Fortgeschritteneren. Aber auch Mathe lebt zu einem grossen Teil vom gemeinsamen Tourismus. Das Hotel Mattenhof zum Beispiel gilt als eine der schönsten echt romantischen Bauten. Und ganz eine andere Art von Romantik mit Erlebnisferien machen vor allem junge Amerikaner, Kanadier oder Japaner in der Herberge von Erich Palmer. Wichtig ist, dass man mehr Humor hat im Leben und mehr keep smiling. Ja, der Tourismus hat sich ja hier zu Mathe weiterentwickelt und ihr seht ja hier das Schulhotel, das wir haben, das ist aus einem alten, berühmten Hotelbetrieb, ist das mit der Zeit umfunktioniert worden zu einem Schulhotel. Und da kommen jetzt aus der ganzen Schweiz kommen die Schüler hier lernen. Da, am Hauptsitz der Schweizerischen Hotelfachschule, lernt Servicepersonal zum Beispiel, wie man den Wein einschenkt, wie man die Servietten herleitet oder wie man einen Fisch anständig serviert. Das ist gar nicht so einfach. Es geht hier ja auch um den Ruf vom Gastgewerbe über die Region raus. Und schließlich übt auch das Hotelfachpersonal Fachwissen, Benimm und Zimmer machen. Die Mathener können stolz sein auf ihre alten, geschichtsträchtigen Holzhäuser, auf das alte Handwerk, das hier noch weiterlebt, wenn auch nur eben manchmal im Schatten von Interlaken. Ein Haufen Sachen, so wie der Flugplatz, Brauerei, Zeughaus, Festungswache. Das sind alles Bestandteile, die zu Mathe angesiedelt sind und zu Mathe gehören und eigentlich nur den Namen von Interlaken tragen. Was heisst denn da zum Beispiel die Hellfreilichtspiele Interlaken? Die werden nämlich gerade auch zu Mathe aufgeführt. Als Platzwart schaut Albert Richard zum Kulissendorf hinter den Betonmauern und selbstverständlich spielt er auch mit, als Fronvogt. Nicht lange gefeiert, frisch! Die Mauersteine herbei, den Kalk, den Mörtel zugefahren. Wenn der Herr Landvogt kommt, dass er das Werk gewachsen sieht, das schlendert wie die Schnecken. Gegen den Gessler kämpfen 200 Mathener und Interlaken noch immer gemeinsam. Die Teilfreilichtspiele hier von Interlaken sind in einer Schulklasse von Mathe mit ihrem Lehrer eigentlich entstanden und ins Leben gerufen worden. Der Lehrer hat mit seiner Schulklasse dann zumal modern eine Schule haben, hat die Rolle, die im Lesebuch war, den Kindern zugegeben und die haben das auswendig müssen lernen. Sie haben das sofort gut gemacht, haben nachher die Eltern und die Verwandten eingeladen, hier im Rugen, für diese Vorstellung denen zu geben. Die haben da die begeistert und von dieser Schulklasse ist nachher das Teilspiel eigentlich auf die Erwachsenen übergesprungen. Der Funke hat gezündet, es hat nachher einen dramatischen Verein gegeben. Und seit 1912, seit dem 19. Mai, wird hier in dieser Anlage das Teilspiel all Sommer gespielt.
Und so hätte der Albert Richard noch viel zu zeigen und zu erzählen von Mathe. Von den keltischen Kultstätten auf den Hügeln bis zur Highway-Flue. Aber wir müssen eben wieder zurück sein in der Sendung. Bei Mathe hat es übrigens noch viel Platz zum Wachsen, mehr als beim Nachbardorf. Und mal schauen, vielleicht heisst es ja wegen der Grösse des Dorfes bald Interlaken bei Mathe.